Hallo zum neunten Teil unseres Arduino-Einstiegskurses. Wir werden heute zum ersten Mal mit den analogen Eingängen arbeiten. Dazu schließen wir an den Eingang A0 ein Potentiometer an, mit dem wir die Spannung zwischen 0 und 5 Volt einstellen können. Der Arduino wandelt die Werte in digitale Zahlenwerte um. Wir wollen die einlesen und auf dem seriellen Monitor ausgeben. Zuerst öffnen wir wieder die Verbindung zum seriellen Monitor. Für den Wert, den wir einlesen, definieren wir eine Variable mit dem Namen Messwert. Eingelesen wird der Wert mit der Funktion AnalogRead und das am Anschluss A0. Mit dem Print-Befehl schicken wir den Wert an den Monitor. Bitte nicht verwechseln. Hier oben steht zwar Messwert, das ist aber nur ein Textring, den das Programm so ausgibt, wie er dasteht, während das hier unten die Variable Messwert ist, die als Zahlenwert übermittelt wird. Wir starten unser Programm und ich erhöhe mit dem Potentiometer die Spannung am Eingang. Der Maximalwert ist 1023. Der Arduino kann offenbar den Spannungswert am Eingang in 1024 Stufen auflösen. Es wäre doch interessant zu wissen, welcher Wert welcher Spannung entspricht. Dazu erweitern wir unser Programm etwas. Für die Spannung definieren wir erstmal wieder eine Variable. Das kann jetzt aber keine Ganzzahl mehr sein, sonst könnten wir ja nur 5 Werte anzeigen. Wir brauchen eine Fließkommazahl und der Variablentyp nennt sich Float. Wir müssen die Spannung erst ausrechnen. Das ist der Messwert geteilt durch 1024. Die schreiben wir auch mit Komma 0. Bitte daran denken, dass im englischsprachigen Raum ein Punkt anstelle des Kommas kommt. Den Wert multiplizieren wir mit der Maximalspannung 5 Volt. Auch diesen Wert schicken wir an den Monitor. Bei den Texten immer an Leerzeichen an den richtigen Stellen denken, damit die Werte nicht so aneinander geklatscht aussehen. Und am Schluss noch, der Vollständigkeit halber, die Maßeinheit Volt. Spielen wir das Programm hoch. Und wir bekommen die Spannungswerte auf zwei Stellen hinter dem Komma genau angezeigt. Wir haben also hier einen einfachen Spannungsmesser bis 5 Volt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich morgen wieder.